Und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als heute hier zu stehen. Und bin stolz, auf unsere Vergangenheit zu schauen und auch mit noch mehr Spaß und Vergnügen auf das, was wir jetzt durch die neue Gebäude schaffen können. Freude, schöne Götterfunken, Tochter aus Elysium, wir betreten feiertrunken, himmlische dein Heiligtum. An diesem Tag der Freude loben wir dich und danken dir in Christus, unserem Herrn. Amen. Unglaublich. Wirklich unglaublich, wenn man es mal sieht, was die Firma KRD in der Zeit, wo sie jetzt am Markt sind, alles bewerkstelligt haben. Hier ist richtig Platz für Wachstum. Ich glaube, das ist nicht nur ausgerechnet für die nächsten Jahrzehnte, sondern eher noch länger. Ich denke, das ist ein ziemlich großer Schritt. Das ist ein neuer Betrieb, der ist geplant von Anfang an. Das heißt, die Durchläufe sind geplant und die Technik ist eine ganz andere als das, was wir bisher haben. Wir sind sehr beeindruckt. Ja, die haben noch Großes vor. Großes schon geleistet und Großes vor, bis die ganze Produktion dann umgesiedelt ist und läuft. Aller Respekt. Die Produktionsstätte gefällt mir sehr gut. Es wurde ja heute mehrmals angesprochen. Die ist hochmodern, das kann ich nur bestätigen. Der neueste Stand der Technik, alles, was die Industrie an Möglichkeiten hat, ist verbaut worden. Ja, sieht sehr gut aus. Ganz viele große Aufträge wie in Athen, das Olympiastadion, so dass wir vielleicht in ein paar Jahren sagen, hier arbeiten 200, 250 Menschen. An uns soll es nicht liegen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und herzlich willkommen. Hier haben wir die Möglichkeiten, so zu wachsen, wie das Produkt Casiglas auch wachsen will und kann. Es gehört die Freude dazu, das mit Leben zu erfüllen. Einfach so zu schauen, Mensch, wie wächst das? Wie kriege ich das zum Laufen? Wie kriege ich es zum Optimum? Und das macht natürlich unheimlich Spaß, was bewegen zu können mit einer Mannschaft zusammen.